Alright, Freunde, wir gucken der gefährlichste YouTube-Kanal Deutschlands vom Zimtizissimus-Kanal. Alright, let's get it. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Donnerstag und er ist wieder da. Er ist tatsächlich wieder da. 2021 ist Julian Reichelt als Chefredakteur bei der Bild-Zeitung rausgeflogen. Wollte gerade sagen, ich wusste nicht, woher ich seinen Namen kenne. Jetzt baut er sich sein eigenes Medienimperium auf. Studio, eigene Redaktion, viele Mitarbeiter mit fragwürdigem Hintergrund, mehrere YouTube-Kanäle, hunderttausende Klicks auf seine Videos. Das benötigte Budget muss in die Millionen gehen. Woher kommt das Geld? Die finanzielle Situation dieser Unternehmung ist vertraulich, daran werde ich mich halten. Sass, welche Interessen stecken dahinter und was will Reichelt mit dieser ganzen Operation erreichen? Das ist Boulevard, das ist Populismus. Macht Reichelt jetzt Verschwörungstv, Fox News für Arme und was hat das alles mit der neuen Plattform News zu tun? Die Spuren... Bruder, was ist das für ein News? Bruder, was ist das? Das muss der beschissenste Name für eine News-Plattform sein ever. News. Das ist das Arsch. Die Stimme der Mehrheit klingt eher nach Schmutz von rechts. Wir gucken mal. Wir schauen mal, was uns erwartet, Chat. ...zu tun. Die Spuren hinter Reichels neuem Imperium führen zu Autokraten, einem dubiosen Milliardär und letztlich zur CDU. Classic! Wo sonst hin, Bro? Wir haben monatelang an diesem Video gearbeitet und uns tagelang durch etliche ist trotzdem auch nicht geil, ne? Reichelt-Videos gekämpft. Die Zeit kriegen wir nicht zurück. Und wir konnten sie uns nur dank unserer Sponsoren nehmen. Dieses Video wurde von Anyfin gesponsert. Heute kann man bei fast jedem Online-Shop seine Käufe in Raten abstottern. Es ist eine Geschichte, um die sich eine Boulevardzeitung wie die Bild normalerweise reißen würde. Ginge es nicht um den eigenen Chefredakteur. Eine Geschichte um Sex, um Lügen, um Macht und um viel Geld. Oh, was war da? Ich weiß gar nicht. Und nicht mehr. Zuletzt um den Wert einer freien Presse. Julian Reichelt soll bei Bild seine Macht missbraucht haben, berufliche und private Beziehungen zu Mitarbeiterinnen vermischt und Abhängigkeitsverhältnisse ausgenutzt haben. Diese Vorwürfe stehen am 17. Oktober 2021 in diesem Artikel der New York Times. Der US-Zeitung sind Recherchen von deutschen Journalisten zugespielt worden, die mit zahlreichen Frauen gesprochen haben, die mit Reichelt zu tun hatten. Einen Tag später ist Julian Reichelt als Chefredakteur bei der Bild offiziell raus. Er bestreitet bis heute solche Vorwürfe. Ah, da gibt es noch jemanden, der immer noch die Vorwürfe bestreitet. Bei Seven vs. Wild. Da waren aber echt viele Leute anwesend, Kollege. Er hat auf jeden Fall die Fäden gezogen und er war in der mächtigeren Position. Musste ja irgendwie mitmachen, um weiterzukommen. Und es ist wahrscheinlich so eine Art Spiel, was man spielt. Aber er ist natürlich der König in diesem Spiel. Wir können euch an dieser Stelle den Spotify-Podcast Boys Club empfehlen, der das Machtsystem bei Bild und dem dahinterstehenden Axel Springer Verlag eindrucksvoll aufschlüsselt. Siehe auch unser Video zu den geleakten Nachrichten von Springer-Chef Matthias Döpfner. Die Beziehung zwischen ihm und Reichelt war ziemlich spicy. Döpfner soll Reichelt zum Beispiel angewiesen haben, zur letzten Bundestagswahl die FDP zu pushen. Als Reichelt rausfliegt... Digga, das ist so krass, ne? Das ist so krass, was für eine Macht so eine Zeitschrift einfach hat. Bro, das ist so gefährlich einfach. Wird es einige Wochen lang ruhig um ihn. Doch hinter den Kulissen plant er längst sein Comeback. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe noch nie ein Video auf meiner Startseite von Reichelt gehabt, Bro. Also ich wüsste jetzt jedenfalls nicht. Vielleicht mal irgendwas in den Trends gesehen oder so. Also ich, Achtung, Reichelt habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Aber ich sag mal, es spricht eher für als gegen mich, glaube ich, um ehrlich zu sein. Am 28. März 2022 gründet Julian Reichelt die Rome Medien GmbH als alleiniger Geschäftsführer. Zwei Wochen später kommt das erste Video. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Freitag und die Impfpflicht ist krachend gescheitert. Das sollte eigentlich ein Grund zu feiern sein, ist es aber nicht. Geplant hatte die Ampelregierung nicht weniger als den größten politischen Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Gut 20 Videos und 2,5 Monate später verschwindet... Ja, und anscheinend irgendwie kein gutes Kameraset, aber das sieht überarsch aus. What the fuck? Bro, das sieht aus, als wäre das so Herr Newstime mit Greenscreen, Bro. Was ist das? Digga, was war das Budget? 10 Euro? Zimmer Greenscreen-Look, die Brusthaare werden eingepackt, und ab dem 5. Juli wird es auf einen Schlag professionell. Der Sound und das Licht ist besser. Es gibt Animationen im Hintergrund und Bauchbinden. Die Thumbnails sind wohl von seinem Ex-Arbeitgeber inspiriert. Reichelt baut eine eigene Redaktion. Ja, also
Es tut mir wirklich leid, also sorry, ne? Aber da sind wirklich selbst die Trimax Fortnite-Thumbnails besser, Bruder. Also was zum Fick ist das? Das ist ja turbo unübersichtlich. Da sind so viele Sachen, die da sind. Von seinem Ex-Arbeitgeber inspiriert. Reichelt baut eine eigene Redaktion auf. Ein wahres Dreamteam. Einige Mitarbeiter kommen, wie er, von der Bild. Zum Beispiel Ex-Bild-Parlamentsreporter Ralf Schuler, der bei Reichelt einen eigenen Interviewkanal bekommt. Schuler fragen, was ist. Bei der Bild wollte er nicht weiter unter dieser Flagge arbeiten. Weil Springer zu querfreundlich sei. Oh mein Gott, Digga. Cringe, Alter. Ja, man, also wirklich, also da muss man auch sagen, die Bild-Zeitschrift ist auch eine sehr, 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 sehr queer-freundliche Zeitschrift, würde ich jetzt mal, sorry, queer, Bro, ich kann nicht reden, queer-freundliche Zeitschrift, also die sind natürlich auch sehr, sehr, die setzen sich sehr dafür ein. Auch Judith Basart ist bei Bild raus, weil die Zeitung vor der Vogue-Bewegung eingeknickt sei. Oh, dazu kommt Sebastian Vorbach. Er moderiert bei Reichelt ebenfalls einen eigenen Kanal. Stimmt der Nachrichtentalk. Bei Bild TV war Vorbach zuletzt für die Talksendung Viertel nach acht zuständig. Viertel nach acht hat Reichelt erfunden und die Parallelen zu Stimmt sind, naja, kaum zu leugnen. Andere kommen von der Welt oder Lokalzeitungen. Jan Karon war unter anderem für Weiß und den RBB aktiv. Nach diesem Tweet im Herbst letztes Jahr war er beim RBB raus. Somalia ist ein Shithole-Country mit Steinzeitkultur. Wenn ein Migrant aus Somalia zwei Menschen absticht und zwei weitere verletzt, ist das ein Problem. Wenn dies 800 Meter von deinen Eltern am Ort passiert, an dem du aufgewachsen bist, ist das schockierend. Ludwigshafen. Oder Er wurde sogar aus einer Doku geschnitten, die er moderiert hat. Bruder! Wichtig, wichtig. Echelt leitet er jetzt die Reportereinheit und beschreibt seine neue Redaktion in einem Interview so. Es sind Leute, die mit der Migrationskrise nicht einverstanden waren. Es sind Leute, die mit der Corona-Politik gebrochen haben. Die Backgrounds sind verschiedene, aber es ist keine rechte Kampftruppe. Und es ist auch irgendwie kein Treff von... Also Leute denken dann ja wirklich irgendwie, da sitzen Neonazis. Und das Gegenteil ist wirklich wahr. Das kann ich dir sagen. Zum Start kommen auf jeden Fall einige aus Reichels Team von rechtspopulistischen Meinungsportalen wie Achse des Guten oder Tichys Einblick. Von Tichys Jugendmagazin Apollo News wurde wohl nahezu das... Wirklich keiner von denen kriegt irgendwie hin, eine geile Website zu machen. Die sahen alle wirklich so outdated aus. Das gesamte Team zu Reichelt-Autor. Bruder, das macht mich immer bei so sauer. Bei diesen Seiten... Wirklich, wenn ihr schon rechts seid oder so ein bisschen in die richtige Richtung geht, dann warum verliert man da auf einmal seinen Geschmack für irgendwie Ästhetik, Digga? Bruder, das sieht aus wie so eine Website, die sich so öffnet, wo mir so ein Typ erzählen will, wie er 40 Frauen am Tag fickt. Was sich so pop-up-mäßig öffnet, Bro, bei so Pornhub. Hat das System unbelegte... Ist besser so, though. Ja, okay, fair. ...irreführende und aus dem Zusammenhang gerissene Informationen zu teilen. Häufig zu Themen wie dem Klimawandel... Also diese Website mit dem 40 Mal pro Tag eine Frau, das habe ich noch nie gesehen, by the way. ...Migration und in den letzten Jahren Corona. Achse des Guten landet in einem Ranking der einflussreichsten deutschen Desinformationsseiten auf Platz 3, direkt hinter RT Deutsch. Von diesen Autoren war RT dieses, das ist Russia Today, ne? Dieser russische Dings. Bruder, wenn man nur einen Platz bei der Desinformationsskala hinter Russia Today ist, das ist wild, Bruder. Das ist wild. Da scheint eine sehr, sehr gute Quelle für Informationen zu sein dann. Informationsseiten auf Platz 3, hinter RT Deutsch. Von diesen Autoren alternativer Medien sind heute anscheinend wenig übrig. Weiter im Team ist Annabel Schunke. Neben Tichys Einblick und Achse des Guten schreibt sie vor allem für die rechtspopulistische Weltwoche und zählt wohl zu den wichtigsten neurechten Influencern in Deutschland. Alternative Medien mit klassischen Fake News oder Verschwörungsgeschwurbel passen auch eigentlich gar nicht so richtig zu Reichelt. Sowas lässt der andere machen. Dazu später mehr. Er macht etwas anderes. Das ist eine One-Man-Talkshow, ein Kanal, der keinen Journalismus betreibt, sondern eher auf Krawalljournalismus setzt. Also Reichelt arbeitet so, dass er eine empirische Tatsache, eine Tatsachenbehauptung. Machen so Leute das aus, weil das Geld bringt, weil das die etwas einfachen Leute des Landes eher abholt und dann dadurch mehr Views und mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ist das ist das die Idee dahinter oder? I don't know, man. Motiv ist das Wort. Oh mein Gott, danke. Wow.
Das Motiv, ja, ist das das Motiv? Die durchaus stimmt. Grenzen. Digga, schön mit dem Pony-Look hier hinten, Digga. Geil. Schön der Overhead. Ah, oh, herrlich. Geil. Schild arbeitet so, dass er eine empirische Tatsache, eine Tatsachenbehauptung, die durchaus stimmt, grenzenlos in die Länge zieht und dabei mit populistischer Agitation verknüpft. Das heißt, normalerweise lügt er nicht. Also er macht nicht das, was wir aus verschwörungstheoretischen Medien kennen. Markus Linden ist Politikwissenschaftler an der Universität Trier und forscht schon lange zu alternativen Medien. Er beobachtet Reichelts YouTube-Kanäle seit ihrer Entstehung. Reichelt hat laut ihm immer das gleiche Vorgehen. Also eine Sache wird nie von zwei Seiten betrachtet. Eine Sache wird immer skandalisiert und immer wird ein Feindbild produziert. Und dieses Feindbild, okay. Das sind die Herrschenden, in Anführungszeichen. Und diese herrschende Elite wird immer in Verbindung gebracht mit der Partei Die Grünen, die als Hassobjekt fungiert. Ja, man will damit einfach die, ist voll gemein, das so zu sagen, aber man will damit die einfachen, etwas dümmeren Leute abholen, oder? Dümmeren ist gemein gesagt, aber so diese etwas einfachen, den einfachen Part der Gesellschaft oder so. Die etwas ungebildeten Leute, ja. Und ich glaube, gerade so dieses Skandalisieren, ich glaube, das ist halt auch so gerade, dass dann so Leute dann eher draufklicken halt und so, ne? Die Grüne Partei verwandelt unser Land in eine wirtschaftliche Wüste ihres ideologischen Wahnsinns. Wir sind in die Hände von Verrückten geraten. Bei Emilia Fester und der Grünen Partei haben wir es mit einer größenwahnsinnigen Machtelite zu tun, die nicht regieren, sondern herrschen will. Bro, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er der Coolste war damals in der Klasse. Ich weiß nicht warum. Über uns. Sie blicken auf uns als Untertan. Erinnern Sie sich noch an diese Werbung? Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Aber für die grünen Sojafetischisten ist diese Werbung kurz vor Volksverhetzung. Reichelt emotionalisiert und skandalisiert. Oh Mann, er lügt zwar nicht offensichtlich, oh, lässt aber gerne mal Details weg und sowieso sind an allem die Eliten die Grünen schuld. Seine sonstigen Lieblingsthemen lassen sich schon am Intro ablesen. Wir sind das Volk springt sofort ins Auge. Spätestens seit Pegida wird diese Parole immer wieder von rechten Bewegungen vereinnahmt, auch von der AfD. Dann viel Schwarz-Rot-Gold, Schals, Deutschlandflaggen, offensichtlich Fußballfans. Reichelt baut keinen Sportsender auf, hier geht es um Deutschland, um Patriotismus. Dann noch Kinder, Frauen, Männer vor einem idyllischen Dorf mit Kirchturm. Man erkennt einige Frauen mit Kopftüchern, vermutlich sollen es Geflüchtete sein. Aber bestimmt nicht, weil Reichelt Refugees so gern willkommen heißt. Deutschland sollte eines der attraktivsten Länder der Welt sein für fleißige, extrem begabte, extrem qualifizierte Menschen. Tatsächlich aber sind wir das attraktivste Land der Welt für sehr faule, komplett unqualifizierte Menschen, für Menschen ohne jegliche Bildung, der Sehnsuchtsort, man muss es so sagen, für Analphabeten. Der Tag, an dem eine grüne Voodoo-Ideologie von Wind und Sonne, die Sonne schickt keine Rechnung, über Vernunft, Ingenieurskunst und Überlebensinstinkt unseres Landes siegt. Wenn Sie wollen, dass Ihr Land bleibt, wie es ist. Oh mein Gott, Alter, das sind so Sätze, Junge. Dass Ihr Land so bleibt, wie es ist. Oh, ich hab Angst, dass mein Land sich verändert. Bruder, Alter. Oh mein Gott, ist das unangenehm, ey. Oder vielleicht sogar wieder wird, wie es mal war. Oh mein, ey, Bruder, wirklich, das, Alter, wirklich. Also, wenn bei solchen Sätzen nicht die Alarmglocken angehen, Bro. Oder, ja, ich will unbedingt, dass Deutschland mal so wieder wird, wie es mal war. Bro, damals war es viel geiler. Holy shit. Lass uns zurückgehen zu 1935, da hätte ich über Bock drauf. Dann sind Sie ein Rassist. Mein Name ist übrigens Julian Reichelt, meine Pronomen sind he, she, it. Reichelt zielt damit auf ein Publikum, das man kennt zum Beispiel als Publikum der Bild-Zeitung, also ein völlig normales, vielleicht populismusaffines Publikum, eher konservativer Natur. Dummes Publikum auch ein Stück weit. Reichelt möchte aber auch ideologisch gesinnte Menschen oder ideologisch gefestigtere Menschen aus der neuen Rechten oder die dem Rechtsextremismus vielleicht zugeneigt sind, erreichen. Das heißt, mit seinem Programm stellt er so eine Art Scharnier dar zwischen dem klassischen Konservatismus und der neuen Rechten und dem Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus.
Ein Scharnier verbindet etwas. In diesem Fall konservative Position mit braunen Positionen von ganz rechts außen. Bro, ich hätte irgendwie nie gedacht, dass du mich, also man muss auch sagen, das ist hier von Zivilizismus wirklich 1A aufbereitet, ne, muss man auch sagen, aber ich hätte nie gedacht, dass mich sowas mal wirklich interessiert. Ich finde es gerade richtig interessant, Bro. Das ist wirklich sehr, sehr interessantes Thema und vor allen Dingen auch ein sehr wichtiges Thema. Jemand schreibt, es reichelt langsam, bitte nicht, Digga. Hast du wirklich sehr geil das Video, no joke. Sie sollen näher zusammenrücken. Reichelt macht das sehr kalkuliert. Also dieses Portal ist nicht als journalistisches Portal zu verstehen, sondern als das Portal eines Aktivisten, der seine konservativ-rechtspopulistische Gesinnung unter die Bevölkerung bringen möchte und damit sozusagen auch den Diskursraum beeinflussen möchte. Das ist halt das, was ich nicht verstehe, aber das wird safe noch gleich so gesagt. Geht es ihm darum, politisch irgendwas zu verändern und das eher in dieses rechte Ding zu drücken? Oder geht es da einfach wirklich nur um Geld? Gesinnungen und Ideologien sind dabei vor allem Dinge, die Reichelt gerne bei anderen kritisiert. Ja. Grüne und große Teile der SPD sind Ideologen. Das wissen wir. Ihr politischer Kurs hat verheerende Folgen für unser Land. Die Wärmewende ist auf Lügen gebaut. Lügen sind die Argumente der Ideologen. Unsere Sprache ist einem historischen Angriff skrupelloser, machtbesessener Ideologen ausgeliefert. Sie sitzen in allen Institutionen, in der Regierung, in Behörden, an Gerichten, in den Medien. Welche? Digga, das hat doch über viele Views. Das ziehen sich die Leute rein? Bro, jedes Video hat 200, 300k, 500k, 500k, 300k, 700k, 650k. Eine Mio, 500, ach du Scheiße, Digga. Welche extremen Gesinnungen es bei Achtung Reichelt gibt, lässt sich an regelmäßigen Gästen beobachten. Reichelt selbst hält sich mit bestimmten Aussagen zurück, womöglich um nicht als Schwurbler zu gelten. Diese Grenzen überschreiten andere für ihn. Hä? Eva Fladinger-Broek ist Niederländerin und rechte Meinungsinfluencerin. Eliten und Globalisten gehören zu ihren Lieblingsfeinden. Ich lasse mich nicht manipulieren von diesen Globalisten, die eine sehr schlimme Agenda haben. Und dass ich dagegen bin, ist eine ganz normale Sache. Gloria von Turn und Taxis kennt ihr vielleicht von diesem Clip aus den 2000ern. Nein, Afrika hat Probleme nicht wegen der Verhütung. Ist es, ja, aber da, da Leute, sterben die Leute an AIDS. Aber warum weil sie zu viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gerne. Sie ist... Bro, was? Digga, was? Was, Digga? Digga, alleine zu sagen, der Schwarze, Bro, ist so wild, Alter. Bro. Boah, ist das wild. Alter, Junge, Junge, Junge. Chatty ist nicht rechtsradikal, die will einfach nur ihr Land so zurück, wie es mal war. Bruder, what the fuck, Alter. Ey, wie merken diese Leute das selber nicht, Digga? Ich versteh's nicht. Bro, hä? Wie wird man so? Wie ist man so verbittert, Bro? Ist klassisch Boulevard. Z-Promi-Fürstin ist gelegentlich auch bei der Bild und dort wird ihr sogar manchmal widersprochen. Yay. Beide tauchen seit Juli letztes Jahr bei Achtung Reichelt auf. Bei ihm können sie ihre Unwahrheiten ungefiltert raushauen. Er sitzt nur grinsend und nickend daneben. Das war der kälteste Winter in den USA seit 50 Jahren. Oh, klar heißt es jetzt nicht mehr Global Warming, jetzt haben sie es verändert, jetzt heißt es Climate Change. Es ist alles Lug und Trug. Oh mein Gott, Bruder, das wird älter. So intensiv wird darüber geredet auf diesem Channel. Alter, das ist ja gruselig. Ja, ja, es ist Lug und Trug, Bruder, weil ein Winter kalt war. Yo, yo, das, Bruder. Ey, Mann. Digga, hä? Frag mich, warum hat dem noch keiner eine gezimmert? Freunde, Gewalt ist keine Lösung. Was kommt von Reichelt? Sie als Waldbesitzerin, was können Sie Robert Habeck darüber sagen, wie viel Wald wir noch haben? Haben wir noch genug Wald in Deutschland oder wird es langsam eng? Laut von Turn und Taxis ist natürlich alles gut. In Brasilien sei der Amazonas auch perfekt geschützt. Das sei alles grüne Propaganda. Beides ist brutal verkürzt bis gelogen. Das Waldsterben in Deutschland ist eine harte Realität und im Amazonas werden weiterhin Rekordflächen gerodet. Reichelt ignoriert das völlig und lenkt das Thema auf Habeck und immer so weiter. Eva Fladinger-Broek durfte sogar Werbung im Dokumentarfilm machen, der nachweislich voller Desinformation ist. Weil ich jetzt den einen Atzen nicht kenne. Der heißt Died Suddenly. Jetzt kann's noch, jetzt ist noch öffentlich da, aber vielleicht wird es auch wieder zensuriert, wie alles.
In dem Film werden Personen gezeigt, die angeblich an ihrer Covid-19-Impfung gestorben sind. Doch viele von ihnen leben in Wahrheit noch oder sind zumindest nicht an der Impfung gestorben. Es geht aber noch weiter. Fladinger Brok bezieht sich bei Reichelt auch einmal auf eine rechtsextreme Kampagne. Ich glaube, dass es vor einigen Jahren in Deutschland schon eine Organisation gab, 120 Dezibel. Es waren alle Frauen, die gesagt haben, es gibt ein Problem, wenn es geht um Einwanderer und die Freiheit von Frauen, die Sicherheit von Frauen. 120 Dezibel war ein Pendant zu MeToo, initiiert allerdings von der rechtsextremen identitären Bewegung um Martin Sellner. Fladinger Brok bewegt sich offensichtlich in diesen Kreisen. Sie ist mit Brittany Sellner befreundet. Fladinger Brok bedient auch bei Reichelt entsprechende Themen. Wenn man das in Deutschland nicht macht, wenn man nicht einfach jetzt endlich sagt, wir lassen unsere White Guilt und das Trauma des Zweiten Weltkriegs los, dann wird in Europa sich nichts ändern. Deutschland wird bald Deutschland nicht mehr sein, wenn das noch ein, zwei, drei Jahre so... Bruder, immer mit so Angst mache. Deutschland wird bald nicht mehr Deutschland sein. Nein! Bitte nehmt uns Deutschland nicht weg! Bruder, man, wirklich, also das sind so Aussagen, die sind... Also, ich finde schon, da schalte ich einfach dann ab. Das sind, warum sagt... Das ist so überzogen einfach. Ändern. Deutschland wird bald Deutschland nicht mehr sein. Wenn das noch ein, zwei, drei Jahre so weitergeht, sind wir, glaube ich, ganz und gar verloren. Und dann ist eigentlich... Dann wird unsere Identität, unsere Kultur total ausgelöscht. Ja, das sind komplett weg dann. Ey, ich wirklich... Da habe ich richtig Angst vor. Bruder, Mann, ey. Dann wird unsere Identität, unsere Kultur total ausgelöscht. Das sind rechtsextremistische Aussagen. Wir wollen an dieser Stelle kurz festhalten. Achtung, Reichelt ist nicht live. Solche Aussagen könnten Sie jederzeit herausschneiden. Machen Sie aber nicht. Reichelt widerspricht ja auch nicht. Er nickt nur und macht weiter in seinem Skript. Wer solche rechtsextremistischen Aussagen über seinen Sender laufen lässt, macht dies laut Markus Linden mit voller Absicht. Mhm. Mutmaßlich, um neben Konservativen eben ein noch größeres Publikum noch weiter rechts anzusprechen. Zum Beispiel Fans der AfD. Wenn man sich die Kommentarspalten unter vielen Videos aus den letzten Monaten anschaut, scheint das auch zu klappen. Wir müssen unbedingt der AfD unsere Stimme geben, ehe wir in Armut versinken. Für den Sommer gilt, was immer galt, unverimpft bleibt, eine gerade nationale Haltung bewahren und die AfD unterstützen. Bruder. Ey, Mann. Und das, obwohl die AfD bei Reichelt lange nur eine Randnotiz war. Sie wurde kaum bis gar nicht thematisiert. So. Doch inzwischen hat sich das geändert. Reichelt hat im Juni sogar eine längere Doku veröffentlicht über das Umfragehoch der AfD. Linden ist diese Umpositionierung ebenfalls aufgefallen. Bei Reichelt stelle ich eine gewisse Nervosität fest. Ich glaube, dass ihm der Erfolg dieses Programms ein bisschen zu wenig ist. Er dachte, das geht eher durch die Decke. Und diese Nervosität zeigt sich daran, dass er die AfD etwas positiver framed mittlerweile. Bei Reichelt war es in der Anfangszeit so, dass er sich immer antitotalitär und antidiktatorisch gab. Der Umgang mit der AfD und ihren besonders rechten Positionen ist mutmaßlich die größte Gratwanderung für Reichelt. Doch wer könnte Interesse daran haben, dass Reichelt rechte Narrative normalisiert, solche Themen im öffentlichen Diskurs pusht? Auch wenn Julian Reichelt... Oh, dass der so Cash von den Parteien bekommt mäßig? Und das... Oh, das ist... Oh, I see. Reichelt nicht gerne darüber spricht. Die finanzielle Situation dieser Unternehmung ist vertraulich, daran werde ich mich halten. Wir müssen über die Finanzierung von Rome Medien und ihren Kanälen sprechen. Oh. Die Produktion, das Team, Studio, Technik kosten viel Geld. AdSense dürfte kaum genug Einnahmen einbringen. Dafür hat Reichelt einen milliardenschweren Sponsor für sich gefunden, mit engen Verbindungen zur CDU. Das ist Frank Gotthardt. Er lebt in Koblenz und gehört zu den 100 reichsten Deutschen, dank seines Familienvermögens von 2020 geschätzt über 1,4 Milliarden Euro. Er hat die Firma CompuGroup Medical aufgebaut, die Software für die Medizinbranche entwickelt. Er sammelt Oldtimer, ihm gehört ein Sportclub, ein Luxushotel, er hat eine alte Klinik in Venedig gekauft, ein paar regionale Fernsehsender gehören ihm auch.
Naja, und er soll Julian Reichels neues Medienimperium bezahlen. Also wir wissen nicht, wer ihm vielleicht noch Geld gibt, aber wir wissen, dass dabei eine ganz große zentrale Rolle Frank Gotthardt spielt. Lars Wienand ist Investigativjournalist bei T-Online. Ey, wirklich no front, ne? Ist sicherlich ein super intelligenter Mann, aber... Bruder, bitte, hol dir doch, also jedes MacBook hat doch eine bessere Cam als die da, oder? Bruder, jedes Handy hat legit bessere Quali als das. Er hat als einer der ersten Verbindungen zwischen Reichelt und Gotthardt aufgedeckt. Ich bin mir sehr sicher, dass es Gotthardt ist. Es gibt so viel Querverbindungen, Räumlichkeiten, Handelsregister, ja, okay, steht das Internet, ja, Markenregistrierung, kann sein. Die alle dann wieder bei ihm zusammenlaufen, dass ich absolut sicher bin, dass er. Aber die MacBook Cam ist Arsch, I don't know. Es ist Mitte Januar 2022, ein paar Monate bevor Reichelt seine Firma gründet. Lars bekommt einen Tipp. Reichelt und Gotthardt sollen sich in dessen eigenem Nobelrestaurant in Koblenz treffen. Lars setzt sich an dem Tag in das Restaurant. Die Zeit wusste ich nicht. Das heißt, ich habe mir sehr viel Zeit beim Essen gelassen und habe gehofft, dass sie tatsächlich auch kommen. Ja, ich saß dann da und... Alter, der hat sich daneben gechillt und zugehört, oder was? Digga, FBI-Shit. Zeit verging und dann tatsächlich kam die Gruppe, geschlossen, ist dann durch das Restaurant durch, durch so eine Glastür, die sich dann hinter ihnen auch wieder geschlossen hat, mit Milchglasscheibe, wo man so nicht so richtig reingucken kann. Was ich dann gemacht habe, ist, ich bin mit Handykamera in der Hand mal auf Toilette gegangen und habe im Vorbeigehen durch die Glastür durch versucht, Aufnahmen zu machen. Alter. Ist nicht so gut geworden. Mit diesem Treffen beginnt Lars' Recherche und er findet immer mehr Verbindungen zu Gotthardt. Die Bilder waren Arsch. Was auch noch auf eine ganz starke Verbindung hindeutete, ist, dass Julian Reichelt für Unternehmensangelegenheit bei einem Notar in Koblenz war, der in der Koblenzer CDU sehr stark engagiert ist und auch der Notar von Frank Gotthardt, für dessen Unternehmen ist. Doch Reichelt und Gotthardt teilen sich nicht nur den Notar, sondern sogar eine Adresse, die Straße in Berlin. Also es hat sich dann damals schon rausgestellt, dass Reichels Rom-Medien in Räumen waren, die da kommen. Wir mussten da kurz ein paar Beleidigungen rauspiepen. Es war die Bastardstraße in... Ja, komm, hör mir auf, der Gag war Arsch. CompuGroup gehören, das war schon ein starkes Indiz. Gotthardts Firma ist also mindestens der Vermieter von Reichelt. Doch offensichtlich ist das nicht die einzige Geschäftsbeziehung. Reichelt verlangt Themenvorschläge von seinen Zuschauern an die Mailadresse social@views.com. Außerdem, dazu kommen wir später, veröffentlicht er seine Videos seit Juli unter der Marke News. Beides führt zu Gotthardt. Es gibt einige Marken wie die News und die Views. Und ich habe im europäischen Markenregister nachgeschaut und da findet man dann wieder eine Verbindung zu Gotthardts Hotel. Jemand aus dem Hotel ist derjenige, der die Marken registriert hat. Wir könnten nun ewig so weitermachen. Die Verbindungen zwischen Reichelt und Gotthardt reißen nicht ab. Sie führen sogar noch weiter in die CDU. So, bei Herrn Gotthardt ist es so, dass er der CDU verbunden ist, dass er dort im Wirtschaftsrat der CDU Funktion hatte, heute in Rheinland-Pfalz noch Ehrenvorsitzender ist. Und der Wirtschaftsrat, der ist jetzt eher nicht der linke Flügel der CDU. Und aus der Zeit ist er auch eng verbunden gewesen mit Michael Fuchs, der in der CDU eine wichtige Rolle spielte. Michael Fuchs war auch im Aufsichtsrat von Gotthardts Unternehmen. Im Dezember letzten Jahres ist Michael Fuchs gestorben. Gotthardts Firma hat Trauerbekundungen geschickt. Und Julian Reichelt ebenfalls. Reichelt bedankt sich bei Fuchs für die Unterstützung in den letzten Monaten. Hat er vielleicht einen Kontakt zu Gotthardt hergestellt? Oder war es doch Gotthardts Sohn, wie Medieninsider erfahren haben will? Julian Reichelt wollte uns dazu nichts sagen. Er findet, für seine Firma sei die Finanzierung durch Gotthardt egal. Sie können fest davon ausgehen, dass die Dinge, die ich da sage und die sehr viele Menschen sehr gefallen, dass die vollends meiner Überzeugung entsprechen und ich nicht die Marionette von irgendeinem Milliardär bin. Ja, ist ja noch aber schlimmer. Ist das so? Gotthardt hat kein Interesse daran, selbst in die Politik zu gehen. Er verfolgt laut Wienand wahrscheinlich einen anderen Plan. Ich glaube, es ist eher so, dass er gerne auf Politiker Einfluss nimmt
auf die Art auch denkt, Politik gestalten zu können oder durch seine Unterstützung da vielleicht dann auch mitreden zu können. Dafür benutzt er mutmaßlich Reichelt. Denn das große Geld will Gotthard mit Reichelts Angeboten wohl nicht verdienen. Im Umfeld von Rome Medien heißt es, sein Engagement solle viel mehr ideologische Motive haben. Der Unternehmer halte konservativen Journalismus für bedeutend und wolle Reichelt deshalb fördern. Der Zeitpunkt dieser Förderung trifft sich überraschend gut. Die CDU steckt seit Jahren in einem großen Richtungsstreit. Wie soll sich die Partei aufstellen? Mit welchen Positionen nach vorne preschen? Es heißt immer wieder, unter Angela Merkel habe sich die CDU nach links verschoben. Zum Beispiel durch den Atomausstieg, die Ehe für alle, die Aufnahme von vielen Geflüchteten nach 2015, die Abschaffung der Wehrpflicht. Ein Kurs, hinter dem zum Beispiel Armin Laschet oder sein Nachfolger als NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst stehen. Wüst könnte ein potenzieller CDU... Warum schaut einer Angie die geile Sau? Bruder. ...U-Kanzlerkandidat 2025 werden. Er meint zum Beispiel, das Konservative wäre nie der Markenkern der CDU gewesen. Konservative CDUler dürften das anders sehen. Und einer davon ist Reichels Finanzier Frank Gotthard. Also ich sehe ihn schon im rechten Flügel der CDU. Die Vermutung würde ich anstellen, dass er sich eine CDU wie vor 30 Jahren wünscht. Und das ist ja auch was, was an Julian Reichelt artikuliert hat, quasi die CDU dahin bringen, wo sie früher mal war. Die CDU nach rechts drängen. Einige Politiker der Union übernehmen teils die populistische Sprache der AfD. Dafür gibt es jedes Mal auch Kritik aus... Oh, was war da? Schon gleich nicht lesen. Ramsauer vergleicht Migranten mit Ungeziefer, Bro. Nehmen teils die populistische Sprache der AfD. Dafür gibt es jedes Mal auch Kritik aus den eigenen Reihen. Dennoch gibt es diese Fälle immer wieder. Und der Parteivorsitzende Friedrich Merz ist vorne mit dabei. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Ihre Söhne. Die kleinen Paschas. Beide Aussagen wurden in der Öffentlichkeit harsch kritisiert. Letztere von der Ministerin für Migration. Wie kann man so viel Hass in sich tragen? Ich verstehe es gar nicht. Und Integration sogar als rassistisch bezeichnet. Und in genau solchen Fällen springt Reichelt Merz zur Seite und nimmt ihnen Schutz. Wenn Sie also aussprechen, was jeder Mensch im Land sehen kann, dann schüren Sie rassistische Ressentiments. Es geht in diesem Land und vor allem bei den linksgrünen Ideologen nur noch darum, welches Wort man benutzen darf. Oh, er hat Indianer gesagt. Das darf man nicht mehr sagen, das I-Wort. Reichelt versucht Opfer, auch aktiv Alter. Einfluss. Das ist so einer, der sagt noch so auf ganz ehrenlos so, ich will es jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, die Soße und den guten alten Schokokuss, you know? Ich glaube, die werden dann noch auf ganz aktive Basis einfach mal durchgeknüppelt. Zu nehmen in einem Richtungsstreit in der CDU und Leute aus der CDU versuchen, Reichelt zu instrumentalisieren. Um in diesem, das hat man schon immer so gesagt, ich werde das nicht umwinnen, Richtungsstreit Einfluss zu nehmen. Und dieses gegenseitige, dieses Wechsel. Es ist nicht Tomatensauce, okay? Es geht nicht um die Tomatensauce. Ihr dürft weiter Tomatensauce sagen, okay? Bei der Tomatensauce, Chat, kein Update, kein Patch gekommen, okay? Tomatensauce bleibt so. Das funktioniert. Politiker der Union sind viel häufiger bei Reichels Formaten als Politiker anderer Parteien. Hans-Georg Maaßen war da, Philipp Amthor, Carsten Linnemann, Wolfgang Bosbach, seine Tochter Caroline Bosbach, Christoph Ploss, Julia Klöckner, Christina Schröder, Thorsten Frey, Herbert Reul, der Innenminister von NRW, oder Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen. Das ist so viel CDU und CSU, eigentlich fehlt da nur noch er als Moderator. Servus und herzlich willkommen zu CSU. So absurd ist das gar nicht. Das ist Armin Petschner-Multari von der CSU. Er war schon etliche Male in Formaten von Reichelt zu Gast und wie die meisten Unionsgäste bei Reichelt gehört auch er zum rechtskonservativen Lager. Er betreibt selbst die Kampagnenplattform The Republic und hat im August einen Artikel für das neue Portal News geschrieben. Wir kommen gleich dazu, was es mit News auf sich hat. Aktive Politiker der Grünen oder AfD waren noch nicht bei Reichelt. Gäste der SPD und FDP lassen sich jeweils an einer Hand abzählen. Da wären zum Beispiel Ralf Stegner, Wolfgang Kubicki oder Thomas Kemmerich. Ob sie weniger eingeladen werden oder nicht kommen wollen, hat uns Reichelt auf Nachfrage nicht beantwortet. Die meisten dieser Auftritte waren nicht bei Achtung Reichelt, sondern bei Ralf Schuler. Dieses Programm von Reichelt, dieser Krawalljournalismus,
steht neben einem Frage- und Antwortprogramm beziehungsweise Format von Ralf Schuler. Und dieses Format von Ralf Schuler gibt sich wesentlich seriöser. Darum soll Schuler eine wichtige Rolle bei Raw Medien haben. Neben Reichels Meinungskanal sitzen Politiker bei Schuler in einem möglichst seriösen Umfeld. Er ist der Ex-Parlamentsreporter der Bild und wenn selbst der Ministerpräsident von Sachsen dahin geht, muss es ja seriös sein. Es ist aber eigentlich genauso einseitig, was Ralf Schuler produziert, wie das, was Reichelt produziert. Recht. Ralf Schuler versucht, seine Interviewpartner in eine gewisse Ecke zu drängen, beziehungsweise von ihnen gewisse Aussagen zu bekommen. Reichelt und seine Sendungen sind jedoch nur ein kleiner Teil einer noch größeren Strategie. Oh, was kommt jetzt, Bro? Good evening and welcome to Tucker Carlson. And happy Tuesday, another day of rumors. Das ist Tucker Carlson. Er war bis zum Frühjahr Moderator bei Fox News und gilt als Held der politischen Rechten in den USA. Ja, cooler Typ dann anscheinend. Reichelt hat anscheinend diverse Stilmittel von ihm kopiert. It's a threat to democracy. Pull him off the air. Wie kann er sowas sagen? Er ist doch selber demokratisch gewählt. Sogar stellvertretender Ministerpräsident. Wir leben doch in einer Demokratie. Rechts, AfD, Populist, weg mit ihm. Diese verschmitzte Lache am Ende kommt einem ebenfalls bekannt vor. Auch die Gäste ähneln sich. Und beide sind bei ihren ehemaligen Arbeitgebern rausgeflogen. Tucker Carlson kennt Viktor Orban ganz gut. Das ist Ungarns autoritärer Ministerpräsident. Natürlich. Er schafft die Demokratie in dem Land Stück für Stück ab. Er hat insbesondere... Ja, ich war mal mit einer Ungarin zusammen. Das, das habe ich ein bisschen mitbekommen auf jeden Fall. Das ist ein bisschen gruselig gewesen. Alter. Unabhängige Medien dezimiert und große Nachrichtenportale auf Linie gebracht. 2022 hat Orban in einer Rede an US-Konservative erklärt, wie er Ungarn zur konservativen Bastion in Europa gemacht habe. Cool. Die Rede war auch immer wieder direkt an Tucker Carlson gerichtet. Orban empfiehlt... Legend Media. Wisst ihr, wer auch mit Orban zu tun hat? Ralf Schuler. Er hat 2021 bei Ungarns rechter Kaderschmiede einen Vortrag gehalten und sich dieses Jahr mit Orban getroffen. Nun, was Ungarn da macht, und Schuler macht mit, Reichelt macht mit und andere waren auch auf dieser Konferenz, zum Beispiel Roland Tichy von Tichys Einblick, ist letztlich das, was die neue rechte Metapolitik nennt. Man versucht, den Diskursraum nach rechts zu verschieben. Das machen die Ungarn mit dem Einsatz von sehr viel Geld. Metapolitik bedeutet, um politische Veränderung zu erreichen, will man zuerst den Diskurs unter die eigene Kontrolle bringen. Es geht nicht um Kompromisse, sondern um Vorherrschaft. Das nennt man auch Kulturkampf. In den USA ist der längst entbrannt. Das ist so fucked up, ne? Das ist so fucked up. Wie tief es am Ende geht, Alter. Wie komplex diese Strats da einfach sind von den Parteien. Es ist so verrückt, wie viel Kohle da drin steht. Alter. Kannst du kurz pausieren? Wollte einer rauchen gehen? Ja, moin. Klar, Digga, lass die Zeit. Schwer polarisierende Medien. Harte Fronten über Themen hinweg. Kaum Diskussionsbereitschaft und drastische Schritte. Schwangerschaftsabbrüche werden eingeschränkt. Die Rechte von Transmenschen ebenfalls. Es gibt Bücherverbote an Schulen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das alles wird dann oft so geframed, als gäbe es eine große unterdrückte Mitte der Bevölkerung, die von einer vagen progressiven Elite gegeißelt würde, gegen die man sich doch endlich mal wehren müsse. Sie sollen leben, wie die wollen, während die leben, wie sie wollen. Die Regeln, die für uns gelten sollen, gelten nicht für die Apparatschicks der Partei. Nicht, es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen Interessen. Die da oben, die Bösen. Und wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Nein, wir sind die große homogene Mitte, die anderen sind extrem. In Deutschland haben sich Reichelt und augenscheinlich Investor Frank Gotthardt Anfang Juli, ein Jahr nach dem Start von Achtung Reichelt, letztlich auch ihre Own Media geschaffen. News. Eine ganz neue Plattform. Hier gibt es Newsartikel, längere Filme, kurze Berichte, Clips für TikTok, aber eben auch One-Man-Talkshows wie Achtung Reichelt. Die ehemalige Synchronsprecherin Giovanna Winterfeld hat mit Gio Unzensiert ein ähnliches Format wie Reichelt bekommen. Auch Stimmt und Schuler fragen, was ist, werden hier veröffentlicht.
Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer soll eine wöchentliche Late-Night-Show moderieren. Allerdings gibt es hier augenscheinlich momentan noch etwas Drama. Ralf Schuler trägt nun die Bezeichnung News-Politik-Chef und der Sender den bescheidenen Slogan Die Stimme der Mehrheit. Mehr Metapolitik. Ey, wirklich, das ist... Alter, das sind so viele unangenehme Sachen, wie so geredet wird, was da so steht. Die Stimme der Mehrheit, finde ich auch, ist auch so ein wilder Slogan, Alter. Also abgesehen davon, wie ich schon am Anfang meinte, News ist wirklich der most beschissenste Name. Geht wohl nicht. Aber Stimme der Mehrheit klingt schon so unfassbar rechts einfach. News gibt sich teils den modernen Anstrich eines Fernsehsenders oder Streamingdienstes. Tatsächlich arbeite ich an etwas Neuem und versuche all die Leidenschaft und Emotionen in reichweitenstarkes, am Ende Fernsehen zu übersetzen. Zu Gotthardt sagt uns Wienand. Wir wissen ja, dass er vorher im regionalen Medienmarkt unterwegs war und da lässt sich sagen, dass er mit... Die Sender sind richtig gepoppt, die kennt jeder. ...dem, was die Kollegen dort gemacht haben, ziemlich unzufrieden war, weil ihm das nicht spektakulär genug war. Also er hat da wohl mal in einer Konferenz gesagt, das ist alles zu langweilig, ihr müsst mehr werden wie die Bild und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. Frank Gotthardt hat auf unsere Bitte um... Ihr müsst mehr werden wie die Bild, Digga. Ey, Junge, das sind Statements. Stellungnahme nicht reagiert. Alter. An Julian Reichelt hatten wir Fragen zur Finanzierung, wieso er unmögliche Aussagen... Nie hat das einer gesagt. Bro, wirklich, ne? Das hat noch nie ein normaler Mensch gesagt. Aussagen nicht rausschneidet, was er eigentlich bei News für eine Rolle hat. Chefredakteur ist er ja nicht. Die Raw Medien GmbH, Reichelts Firma, möchte sich nicht dazu äußern. Reichelt war schon immer laut und hat die Bild immer wieder zu neuen Tiefen geführt. Aber bei Menschen wie Eva Fladinger-Broek grinsend und nickend zuzuhören und ihre gefährlichen Aussagen dann für hunderttausende Menschen unkommentiert stehen zu lassen, das ist wirklich eine Hausnummer. Reichelt war mal Kriegsreporter. Vielleicht gefällt ihm die Idee eines Kulturkampfes, einer Schlacht, die er für sich entscheiden kann. Mit einem gesunden Verständnis einer demokratischen Gesellschaft hat das aber leider nichts zu tun. Das war, Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Heuchelei und Propaganda in der Politik. Alles klar. Oh mein Gott. Ey, krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm, Bro, das ist diesen Channel, Mann. Holy shit. Digga. Es zeigt mir immer wieder, dass Medienkompetenz mittlerweile ein Pflichtfach in der Schule sein sollte und nicht nur auf dem Gym. Also Gymnasium meint er wahrscheinlich. Eine Demokratie lebt vom gebildeten Bürger, der sich seine Meinung einigermaßen objektiv bildet oder sich zumindest nicht komplett einseitig aus einer Echokammer informiert. Aber das Internet macht das enorm schwer und wir müssen alle lernen, wie wir Informationen herausfinden, hinterfragen und fact-checken können. Ohne dass man dafür Journalismus studiert haben muss. Ja, Mann, das ist ein Good Take. Good Take. Good Take. Ja, Freunde, da möchte ich einfach nur noch mal abschließend sagen, Freunde, Opfer, wer AfD wählt. So, nochmal das kurz nochmal hier kurz nochmal positionieren, spontan. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.